That's part of a cook and good for the rest of our lives. Ja, nimm das, Junge. Jetzt fehlt mir ein Messer. Ich glaube, Olaf hat das Messer dabei. Und da kommt er auch schon an. Man möge es mir reichen, als gute Schuhmesser hier. Aufschneidomar 3000 hier. So. Volles Poker. Volles Mess. Und jetzt hier die andere Seite hier. Ja. Wer hätte gedacht, dass denn da jetzt noch was drin ist? Na los geht's hier. So. Da ist das Ding. Junge, Junge. Oh ja, ist er Meteor und im Aldi heißt er der Beefmaker. Ja, der Hersteller hat sich einen Partner gesucht, wo er das in Deutschland weit vertreiben kann. So steht es auch auf der Webseite von denen. Ganz genau, und deswegen steht er im Aldi bald, glaube ich, in ein paar Tagen. Da ist das Ding. Na, geh auseinander, du. Ja. Mikromat 5000. Na ja, raus, so ein Ding. Ah. Mit Gewalt geht alles besser. Da ist der Lümmel. Ganz genau ausgepackt. So einfach. Hier geht das Gas rein. Ganz genau, da fliegt's rein. Und hier so ein Heckspoiler. Dann haben wir wieder rausgebogen und dann kommt The Heat hier so rausgeflattert. Und hier drei Stufen gibt's hier. Ne? Zumo 2 hier und den ganzen Art Run hier. So höher geht nicht. Ne? Tada! Schubladomat hier, ja. Zack, kann man rein und rausfahren. Das ist quasi der Schubladenvorteil gegenüber anderen Geräten, die keine Schublader zur Verfügung haben. So, hier kann man es zünden. Zack. Und irgendwann leuchtet das Ding in Rot, ne? Los geht's, Freunde. Ersten Lümmel haben wir hier. Ne? Dann machen wir jetzt ja schön gegen die Faser hier. Seht ihr, die geht hier so lang. Ihr seht das hier schon, ne? Diese ganzen Linien. Dann machen wir jetzt hier so Schneidomat, damit sich das nicht so aufwällt. Schneidomat machen wir dann. Oh, das gute Fleisch. Seht, wie lecker es aussieht. Ganz genau. Eigentlich sollte dieses Steak das letzte der Italian Week werden, aber seht selbst. Und hier ist mein Salzsteuer. Ganz genau. Ah, durchgeladen, würde ich mal sagen. Da ist ein Stück Salz. Kommt der Lappen hier auf den Grill. Ich habe mal eine halbe Stunde vorheizen lassen. Also ein paar Produktionsrückstände vielleicht wegbrennen oder sowas. Ne? So, das Ding ist jetzt auf Maximum. Oh, da fährt es schon von alleine hoch hier. Ach übrigens, den Salzstreuer, den Shotgun-Salzstreuer, den habe ich unten verlinkt in der Infobox. Reingeschoben den Lümmel hier. So, haben wir ein bisschen länger gebraucht. Ja, ihr seht schon, es ist noch nicht ganz gleichmäßig da irgendwie. So, ziemlich lange drauf gehabt, bis sich überhaupt ein bisschen Kruste bildet. So, ihr seht, da passiert irgendwie gar nichts. Wahrscheinlich ist das zu weit weg oder so. Aha. So, jetzt drehen wir es mal um. Probieren wir die andere Seite auch nochmal neu hier. Los geht's hier. Ein bisschen Salz oben drauf hier. So, kann man nochmal Frisches draufballern hier. So, komm schon hier. So, und reingeschoben. Ja, etwas länger später sieht das Ganze so aus hier. Ihr seht, ich muss es drehen, weil irgendwie hinten war es ein bisschen besser und vorne ein bisschen schlechter. Und jetzt könnt ihr euch mal das in nah angucken, Freunde. So, hier in der Mitte ist es kross geworden, so halbwegs. Ne? Ihr seht ja die schwarzen Stellen. Und vorne eigentlich überhaupt nicht und hinten ja auch ein bisschen weniger abgenommen. Ne? Und ich hatte ziemlich lange drunter. Ne? Die Kruste ist zwar stellenweise gut geworden, aber nicht über dem kompletten Fleisch. Und es hat ewig gedauert und leider ist das Fleisch auch einfach durch, bis es dann so aussieht wie hier. Ne? Ja, das ist leider schade, würde ich sagen. Erster Test fehlgeschlagen mit diesem Ding. Ich habe natürlich den Hersteller kontaktiert. So, da wir noch andere Steaks hatten, habe ich mir gedacht, komm,
Wir machen das lieber in einem anderen Ding, wo ich mich mit auskenne. Und ihr seht schon, das ist einfach mehr Power hier, ne? Das Ding kostet auch irgendwie einen Sack voll, Arsch voll Geld mehr, ne? Ich wollte an dem Tag halt einfach nichts mehr auf diesen Meteor oder den Beefmaker drauflegen, weil ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Natürlich, selbst bei diesen 800-Euro-Grills muss man natürlich das Fleisch irgendwie nachziehen lassen. Aber ihr seht schon, geiler Rand oben, ist richtig Power oben drauf gewesen. Kein grauer Rand. So, Freunde, hier, Test Nummer 2. Mit dem Flanksteak hat es ja nicht so funktioniert. Dann meinte der Hersteller, ich habe natürlich angefragt, ne? Ich lasse ihn ja nicht im Regen stehen, dass das Fleisch zu dünn war. Ja, gibt's denn sowas, ne? Jetzt habe ich mir einfach ein dickeres besorgt und hoffe mir jetzt den passenden Effekt, würde ich sagen. Schönes T-Bone Steak hier. Ich schneide hier mal ein bisschen den Fettrand ein bisschen ein hier. So. Oh, Salz hier. Ja. Bisschen hier eine kleine Salzkruste haben hier. Zack, zack, zack. Bisschen anpacken. So. Neue Grillfläche ist ja hier groß genug hier, wie man sieht. Und ist schon auf höchster Stufe hier. Geht so gerade rein. Ne? Dann, das Ding ist ja schon auf Maximum hier. Heißer geht's nicht. Und jetzt zünden wir das Ding mal. Auf geht's! Ja, so ein bisschen passiert was. Hatte ein bisschen vergessen, die Stoppuhr anzumachen, aber ich mach's einfach jetzt so, sagen wir mal, 30 Sekunden circa, waren es ungefähr später an. Und lass ein bisschen laufen, ne? Hier sieht man ein bisschen Flames kommen da, ne? Jetzt gucken wir mal nach hier, würde ich sagen. Ja, jetzt sieht man hier, in der Mitte ist schön braun, aber hier überhaupt nicht und da auch nicht. Ne? Muss man vielleicht ein bisschen querlegen hier. Also ganz so viel Power hat das Ding noch nicht hier. Bin gespannt, was da rauskommt, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, das Steak darf nicht so dünn sein, sonst kommt es nicht nagelneu an den Brenner dran. Und zack. Das sieht schon mal besser aus als das Flanksteak, was ich da hatte. Ne? Bisschen Kruste hat sich ja gebildet. Jetzt drehen wir das mal um, den Kameraden hier. So. Oh. Ziehen es mal nach 30 Sekunden raus. Mehr brauchst du im Beefer nicht, zum Beispiel beim Autogrill. Ja, ein bisschen passiert da ja. So, nach einer Minute. Zack. Da ist noch ein bisschen zu wenig Power hier, ne? Trotz, dass er direkt unter dem Brenner liegt. Oder länger als eine Minute draufziehen. So, Freunde, jetzt noch 2 Minuten. Die eine Seite. Sieht das Gefährt so aus hier. Zack. Oh, es bleibt schon kleben hier. So sieht es jetzt aus nach 2 Minuten. Das geht in den anderen Grills auf jeden Fall deutlich schneller, Freunde. Oh, jetzt lassen wir das Ding unten mal nachziehen hier. Machen wir mal hier auf weniger hier, würde ich sagen. Ne? Ja, das scheint mir trotzdem noch zu nah dran zu sein zum Nachziehen, wie man sieht hier. Es blubbert noch ein bisschen was da drauf. Ne? Unterste Stufe nachziehen in dem Ding ist ja nicht geeignet. Muss man das Ding nehmen und auf den anderen Grill raufpacken. Man kann ja mal reingucken hier. Ihr seht ja, wie das am Zischen ist. So, Freunde, da muss man das einfach umpacken. Entweder auf den anderen Grill oder in den Backofen oder irgendwo, wo man es nachziehen kann. Indirect Heat, Freunde, ist hier angesagt. Auf dem Kugelgrill auf die eine Seite. Deckel zu und warten. Und Kerntemperatur ungefähr bei 55 Grad. Dann können wir es hier hinpacken, hier auf der Ruhrbrett. Und jetzt schneiden wir es mal her hier. So, einfach am Knochen lang hier, aber irgendwie erwische ich ihn nicht. Aber so geht's. Halt von oben hier so ein bisschen mal nach Zahlen, ne? Hat man das Ding rausgelunzt. Und ich muss sagen, ist eine gute Fleischqualität. Sieht ganz fein aus. Aber ihr seht schon am Rand quasi, dass er mehr nach unten reingesickert ist. Also das ist ein bisschen grauer geworden. Das liegt halt einfach daran, dass der Grill einfach nicht so viel Leistung hat wie jetzt ein anderer Oberhitzegrill vielleicht. Ne?
Oh, hier sieht's schon mal ganz fein aus hier. Zack, zack hier. Dafür ist es doch noch mal ganz gut gelungen hier. Haben wir noch mal Glück gehabt. Hier hinten sieht man, dass es schon durch ist. Ja, da war der Direct Heat von oben nicht ganz so gleichmäßig wahrscheinlich. Und wir packen jetzt aber ein bisschen Steakpfeffer oben drauf. Ja, das wird dann schon alles abtöten quasi. Und rein damit hier, würde ich sagen, in den Hals. Antupfen und dann können wir es mal probieren. Kaut ein bisschen, ne? Ich würde sagen, nur nachgezogen schmeckt schon ganz gut. Ne? Die Kruste, die hätte nur ein bisschen krosser werden können. Ja, meiner Meinung nach. Ne? Das Ding hat wahrscheinlich nicht so viel Power wie jetzt so die Konkurrenz. Ne? Ist natürlich auch schweinegünstig dadurch. Ne? Aber wir lassen uns nicht zurückschicken. Der Schill hat mir gesagt, man kann grillen wie bei Opa zu Hause früher einfach nur von oben. Ja, dann probieren wir einfach ein paar Würstchen aus hier. Ne? Legen wir die einfach mal rein und gucken einfach mal, was passiert, würde ich sagen. Aber als Test, ich meine, wer schon beworben wird, dass er einfach noch ganz normal mit grillen kann, dann machen wir das auch. Ne? Stufe 2 irgendwie. Bisschen mehr Heat hier, vielleicht ein bisschen zu viel an manchen Stellen. Eieiei, da seht ihr schon wieder. Ja, die irgendwie am Brenner liegen, die werden irgendwie ein bisschen schneller fertig, habe ich das Gefühl. So, umdrehen hier. Er hat keine Zange zur Verfügung, aber geht auch so hier. Lassen wir mal auf der untersten Stufe diesmal. Ja, da wird es auch ein bisschen braun. Die da vorne ist noch nicht ganz so fertig. Dann machen wir ein bisschen Minimum und drehen das Ganze hier so ein bisschen um hier. So, vielleicht klappt es jetzt so besser. Und da sind die Würstchen. Da sehen die nicht prachtvoll aus? Ja. Ich mach erstmal aus hier. Dann kommen die erstmal ab auf den Präsentierteller hier. Ja, ist heiß. Ich habe gerade keine Zange da. Die ist in der Spülmaschine. Ja, ist auch wieder ein anderer Tag, Freunde. Ich habe es an mehreren Tagen getestet. Ne? Und warum nicht? Ne? Die eine sieht doch ganz gut aus. Da Schublade rein hier. Komm, mach hin. Da. Ja, hier sind sie. Anschnitt, Freunde. Lunzen wir mal an das Ding. Die sieht, glaube ich, ganz gut aus hier. Ja, ein bisschen schwatt geworden, aber macht ja nichts. Kriegt man auch auf dem Kohlegrill schwarz. Muss man wirklich sagen, ne? So, Käse ist mit drin. Ja, ab in den Hals, würde ich sagen. Ja. So, und damit das einfach ein bisschen spanisch vorkam, habe ich mir gedacht, ich lege das einfach mal mit Toastbroten aus, irgendwann mal, um wirklich mal die passenden Hitzequelle da. Erkennbar machen. Und es sind irgendwie zwei Haupttoastbrote in der Mitte und rechts das Toast wird ein bisschen angeröstet hier, wie ihr seht. Hier ist noch nichts passiert. Das ist hier noch komplett weich. Schwarz, schwarz, schwarz. Hier hinten. Nur so ein bisschen hier. Hier geht ein bisschen was weg. Der sieht auch noch ein bisschen hier. Nur in diesem Bereich könnt ihr euer Steak drauflegen und was grillen. Der Rest wird nicht braun. Ich würde mal sagen, der perfekte Grill für Nürnberger Würstchen. Die komplette Grillfläche hier ausgefüllt, wo die Hitze ankommt. Die Wurst darf nämlich nicht länger sein, sonst bleibt sie hier weiß. Ne? Und jetzt zünden wir mal diesen Raketenofen. Brennt. Oh, ich habe mal die unterste Stufe angemacht. Hier. Es kommt noch ein bisschen Hitze an und irgendwie gar nichts mehr. Sieht schon wieder aus. Die unterste Stufe habe ich hier gewählt. Einfach mal zum Gucken, wie schnell das geht beim Maximum Heat. 5 Minuten später ungefähr sehen die so aus hier. Da sind sie, die Würstparade. Perfekt gebräunt. Ich bin wirklich begeistert von dem Ding. Guckt euch das mal an. Jetzt drehe ich die Dinger um. Darf ich vorstellen, die perfekte Nürnberger Würstchenmaschine. Tada! Ah! Genau unterm Brenner und alles ist braucht. Ja, am liebsten hätte ich vom Hersteller einfach 2 Brenner einfach einbaut, damit alle Würstchen auf dem ganzen Grillrost fertig werden. Aber ich glaube, das wird den Preis zu teuer machen. Hier oben ist sogar richtig braun geworden. Als nächsten Test natürlich irgendwas überbacken, ne? Das muss das Ding ja auch können, ne? Also Toast Hawaii ist mal wieder angesagt, der Klassiker, ne, Freunde? Ja, manche machen da vielleicht ein ganzes Grillvideo von.
Ich baue es hier einfach so nebenbei ein. Na, wie ihr seht, es brutzelt da schon. Aber die Hitzeverteilung, ja, das übliche Problem. Wir drehen die Dinger ein bisschen wieder zur Mitte. Ne? So, einmal um 90 Grad oder 180 Grad. Dann sehen sie gut aus hier. Ja, sieht doch schon fein aus. Das Ding kann überbacken, würde ich sagen. Ja, wunderbar. Zack, ab auf den Teller damit, Freunde. Ja, für manche Sachen ist das Ding gut geeignet, würde ich sagen, ne? Hier so ein Toast hier, könnte man sich hier schnappen. Ach, ich teile ihn nochmal hier. Zu viel Gemüse dran, ne? Freunde. Benny, das Ding ist besser, als ich am Anfang gedacht habe. Nach dem Flanksteak dachte ich, ach du heilige Scheiße. Also Freunde, nur dicke Steaks drauflegen, die nicht größer sind als zwei Toastbrotscheiben. Mein Fazit, oder Nürnberger, eine Reihe hinlegen, das klappt auch. Und Pizza würde ich sagen, auch nur so groß wie zwei Toastbrotscheiben. So, ne? Weil der Rest wird dann nicht fertig, ne? Ganz klar. Also, wer sich so ein Ding leisten will, hat er jetzt die Entscheidungskraft von mir gekriegt. Bis bald, Freunde. So, das Buffet eröffnet ja Weittoast, Steak und Würstchen. Ja, alles hier mit der Maschine gemacht worden, ne, wie ihr seht. Abschalten. Ja, ich hab das Ding knallhart für euch durchgelunzt, Freunde. Lasst den Daumen nach oben brennen, die Abonnation nicht vergessen und... Boys and Girls, ballert's euch rein. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen und ihr habt einen schönen Eindruck von diesem Gerät bekommen.